Der Frühling und der Sommer, der steht in den Startlöchern, liebe Zuschauer. So ein Klingeln und dann Enkel aus dem Weg. Wie? Wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen? Normalerweise ist es doch immer andersrum, dass die Kinder klingeln und sagen, Oma, Opa, Mama, Papa, aus dem Weg jetzt, ich komm. Kommen die an einem vorbeigerast mit ihrem Mountainbike. Ja, liebe Zuschauer, wir drehen den Spieß ganz einfach um. Denn wir möchten, dass Sie wieder an diesen Familienaktivitäten teilnehmen können, dass sie Spaß am Leben haben, dass sie zudem natürlich auch was Gutes für die Umwelt und für ihre Figur tun, indem sie sich bewegen, aber indem sie nicht mit dieser Bewegung allein gelassen werden, sondern wo sie ein Fahrrad, ein Pedelec bekommen, das sie unterstützt und das ganz einfach mal sagt, sie brauchen sich jetzt nicht abstrampeln, sie können mühelos bis zu 25 km/h schnell werden. Oh, toll, und das jetzt zu einem Preis, liebe Zuschauer, da haut es sie gleich von dem Sofa. Das können wir an dieser Stelle wirklich sagen, weil das ist einsame Spitze. Lutz Pedelec, ich bin begeistert. Ich liebe es und das vor allem zu so einem Spitzenpreis. Das ist doch wirklich das, was wir diesen Sommer einfach brauchen. Ja, ein Pedelec ist tatsächlich die beste Erfindung seit der Erfindung des Rades, kann man sagen. Denn hier hat man einfach diese Tretunterstützung durch den eingebauten Elektromotor. Akku betrieben das Ganze, können Sie dann wunderschön wieder aufladen. Reichweite hier bis zu 28 Kilometer, das ist schon mal eine ganze Menge. Ja, und das Tolle daran ist eben halt gerade dann, wenn es so ein bisschen schwierig wird, liebe Zuschauer, wenn man sagt, naja, da geht so ein bisschen da diese eine Auffahrt hoch, da komme ich immer so, aus der Puste, ans Schwitzen, das ist ein bisschen unangenehm. Oder der Hinweg ist ja super, aber der Rückweg, da habe ich immer so einen blöden Gegenwind und da komme ich da kaum nach Hause. Genau für diese Fälle ist nämlich unser Pedelec hier da. Weil, wie gesagt, da haben Sie diese Anschubhilfe. Bitte nicht in hohen Schuhen. Nicht in High Heels, okay, das kann man verstehen. Hier hinten, da sieht man diesen Motor da drin und den Akku, den zeige ich Ihnen auch gleich nochmal. Den kann man natürlich dann sowohl entnehmen. Nein, nein, fahr du ruhig noch so ein bisschen. Ich möchte ja grundsätzlich erstmal kurz erklären, was ein Pedelec überhaupt ist, weil weiß ja vielleicht nicht jeder. Ganz wichtig auch noch, liebe Zuschauer, so ein Pedelec ist rechtlich gesehen wie ein ganz normaler Fahrrad, auch wenn es einen Elektroantrieb hat. Heißt für Sie erstens keine Führerscheinpflicht und vor allen Dingen auch keine Kennzeichenpflicht. Theoretisch zwar auch keine Helmpflicht, aber da sagen wir natürlich bei 25 km/h, die Vivian hat es schon gesagt, bitte nehmen Sie den Helm, wir sind ja auch Vorbild als Erwachsene und das ist immer lieber auf Nummer sicher sein und dann ist man da auch beruhigt, weil 25 km/h für einen Autofahrer mag sich das jetzt geringfügig anhören, wenn man sagt, ah, ich brauche sie ja mit 150 über die Autobahn, aber für ein Fahrrad, ich habe das im Haus probiert. Richtig gutes Mountainbike habe ich mir hier von unseren Kollegen da eben mal gegriffen und gedacht, jetzt will ich mal wissen, also mit Mühe und Not, für wenige Sekunden kam ich auf 20 km/h und da ging es dann auch noch ein bisschen den Berg runter, glaube ich. Also das ist wirklich, wirklich schnell. Also bitte das nicht unterschätzen. Und hier, genau, da zeigt uns die Vivian jetzt nämlich auch mal den Akku. Der kann hier auch rausgenommen werden. Kontakte haben wir hier. Da vorne an der Buchse wird geladen. Und daneben, wenn wir auch schon mal dabei hier sind, bei dieser Ladebuchse, vielleicht magst du mir mit deinen Fingernägeln, genau, einmal kurz diesen Gummischnupsi da rausziehen. Das ist nämlich der Spritzwasserschutz für den USB-Anschluss. Das hier ist ein USB-Anschluss. Sie können Ihr Smartphone unterwegs einfach auch laden, wenn Sie sagen, ah, wird ein bisschen knapp. Wenn man es zum Beispiel als Navi benutzt oder sowas. Dass man oder Navi bei den Fremde Kindern. Oder bei den Kids oder den Eltern. Die dann sagen, können wir nicht mal irgendwo ranfahren? Ich müsste mein Smartphone mal kurz laden. Kann man halt ganz lässig sagen, ranfahren? Ranfahren war gestern. Ich habe doch mein Pedelec hier. Da wird jetzt heutzutage dann geladen. Das ist einfach sensationell. Und wir haben hier oben am Lenker, auch das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man da immer über den aktuellen Ladestand des Akkus informiert ist. Da haben wir diese kleine Ampel hier. Einmal kurz draufdrücken und dann sind wir grün, gelb, rot. Das ist eben halt gefüllt ist, halb gefüllt ist und jetzt müsste man demnächst mal wieder nachtanken. Kann man hier immer ein- und ausschalten. Das ist das eine. Dann aber, liebe Zuschauer, ganz wichtig natürlich auch an dieser Stelle jetzt hier, wir haben selbstverständlich eine super hochwertige Verarbeitung hier mit unserem Stahlrahmen. Mit diesem Mattschwarz sieht er auch richtig edel aus, wie ich finde. Das ist also schon mal das eine. Vor allen Dingen aber, unser Pedelec, liebe Zuschauer, ist klappbar.
Bar. Bedeutet für Sie, Sie können das wunderbar einfach mal zusammenklappen, zeigen wir Ihnen auch jetzt hier mal, und dann hinten in den Kofferraum reinpacken. Also für den Fall, dass Sie sagen, naja, ich hätte es ja gerne mit in Urlaub genommen zum Beispiel. Oder dass man in einer größeren Stadt wohnt und sagt, fährt. Beispielsweise, ja genau, boah, wo die Busse sind, fahre ich doch nicht Fahrrad. Ich fahre raus ins Grüne, pack da mein Fahrrad raus und fahre da. Und nicht zuletzt, liebe Zuschauer, Sie haben ja inzwischen den Preis hier unten eingeblendet gesehen. Das ist ein Hammerpreis. Ich habe mich da vorher mal umgeguckt, ein bisschen schlau gemacht. Was ich an Pedelecs gesehen habe, war alles im vierstelligen Bereich. Alles, selbst die einfachsten. So, und dann haben wir hier jetzt die einsame Spitze, diesen Spitzenpreis, die einsame Möglichkeit zu sagen, hier bekommen Sie zwei zum Preis von einem. 446,41 Euro. Das ist Ihr TV-Sonderpreis. Sie sehen es auf Pearl, knapp 470 Euro. Schon da ein Preis, wo man normalerweise sagt, greifen Sie zu. 13.03. die Auslieferung. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, liebe Zuschauer. Denn dieses Pedelec wird uns wirklich aus den Händen gerissen. Wir haben jetzt hier eine Bestellliste, die schon zu zwei Drittel voll ist. Ja. Das heißt also, wenn Sie wirklich ein Pedelec noch haben möchten, und die meisten Zuschauer, das hat jetzt einfach die Erfahrung, auch die Auswertung der Bestellung gezeigt, liebe Zuschauer, die bestellen nämlich immer gleich zwei. Natürlich, klar, man möchte ja mit dem Partner, mit der Partnerin jetzt nicht nur mit der Familie mal sonntags fahren, sondern sagt vielleicht im Sommer, im Frühjahr machen wir das sowieso. Wir fahren zum Campingplatz, wir wollen die Fahrräder mitnehmen, da ein bisschen in die Stadt fahren, was essen ganz fahren. Genau. Wir möchten jeden Sonntag, jeden Samstag jetzt ganz einfach zum einen für die Figur, fürs Herz-Kreislauf-System, Sie wissen, ich als Fitness-Expertin sage da sowieso mal Daumen hoch, das Auto stehen lassen und jetzt auch mal in die Stadt fahren mit dem Fahrrad, um kleine Erledigungen zu machen. Da macht es natürlich wenig Sinn, nur ein Pedelec zu bestellen, da muss der andere sich trotzdem noch auf dem alten Fahrrad abmühen. Mm-mm. Nein, da bestellen viele Zuschauer einfach gleich zwei und sagen, Mensch, das ist so komfortabel, weil wir Ihnen jetzt zeigen werden, dass Sie natürlich auch zwei Pedelecs in einem Kofferraum von einem ganz normalen PKW, ganz normalen Fahrzeug verstauen können. Zeige ich Ihnen gleich, stoppen wir mal die Uhr, damit Sie sehen, wie schnell das auch geht. Und ich mache das mit meinen hohen Schuhen. Das ist nämlich wichtig, weil der Lutz ist ein starker Mann, liebe Zuschauer. Wir wollen ja hier für das Start. Sehr schön formuliert. Wir wollen das ja von der jungen Dame sehen, liebe Zuschauer, dann weiß man, das kann man selbst auch. Wenn die Vivian kann, kann das jeder. 13.03. Sie zahlen erst, wenn ausgeliefert wird. Sprich am 13.03., wenn Sie jetzt bestellen. Und wichtig ist, wenn Sie jetzt nicht bestellen und sagen, Mensch, da warte ich doch noch gerne noch mal ein, zwei Wochen oder noch ein, zwei Tage, liebe Zuschauer, wird es wahrscheinlich so sein, das sagt die Prognose, liebe Zuschauer, dass wir die jetzt restlos ausverkaufen werden und dass Sie da wahrscheinlich bis April, Mitte, Ende April warten werden müssen, bis das Pedelec kommt. Ich habe am 14. April Geburtstag und ich weiß, dass ich immer draußen feiere, liebe Zuschauer. Und deshalb heißt das, da ist der Frühling schon da. Und dementsprechend sollte auch das Pedelec schon am 13.03. da sein. So, dann würde ich mal sagen, stoppen wir gleich mal die Uhr, liebe Zuschauer, für Sie. Und dann geht es auf los, los. Möchtest du runterzählen? Ja, 3, 2, 1 und los. Alles klar. Ab dafür jetzt hier und die Uhr läuft. Und wir sehen hier einen Handgriff, vor allen Dingen werkzeuglos über die Schnellspanner hier. Es gilt übrigens auch für die Sattelhöhe und für die Lenkerhöhe. Fertig. Auch das, zack. So, und da sind wir bei 12, noch was Sekunden, knapp 13. Okay, den Sattel könnten wir jetzt noch reinfahren. Genau, den Sattel könnte man noch ein bisschen runter. Du kannst hier sogar jetzt auch die Pedale noch abklappen auf beiden Seiten. Aber das Wesentliche ist, wie gesagt, in wenigen Sekunden getan. Und Sie sehen ja, wie klein, leicht und schlank das Ganze ist. Werkzeuglos, wie gesagt. Alles hier über die Schnellspanner inklusive Sattelhöhe und Lenkerhöhe. Und dann packen Sie das einfach so, wie es jetzt ist, zack, in den Kofferraum Ihres Autos. Da passen, wie gesagt, auch locker zwei in jeden konventionellen PKW. Da brauchen wir jetzt keinen Tieflader für oder sowas. Das ist das eine. Und genauso schnell geht es ja auch wieder. Warte, die Zeit. Ach so. Die Zeit nehmen wir natürlich auch, weil genauso schnell geht es ja auch rückwärts wieder. Okay. Achtung, Zeit läuft. 3, 2, 1 und los. Zack. Alles klar. So, langsam, langsam, langsam. Kein Grund zur Eile. Das ist ja trotzdem in wenigen Sekunden Einsatz. Bereit, egal ob es jetzt 11 oder 12 sind. Keine Verletzten hier bitte. Ja, fertig. Und stopp! Da sind wir bei, das waren 11, noch was, sagen wir knapp 12 Sekunden gerundet. Also jetzt ist nicht jeder so schnell wie die Vivian. Also auch ich bräuchte dafür länger, muss ich zugeben. Vivian hat das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Die hat da der Ehrgeiz gepackt. Aber lassen Sie es 20 Sekunden sein oder von mir aus auch 30. Also Sie sehen, mit wenigen Handgriffen und vor allen Dingen ohne Werkzeug das Ganze zusammengeklappt und wieder einsatzbereit aufgebaut das Ganze. Das ist das Schöne an dieser Stelle. Und vor allen Dingen, liebe Zuschauer, eins ist natürlich auch
auch klar. Das gesamte Paket kommt für Sie, egal ob Sie jetzt eins oder zwei bestellen, selbstverständlich versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. 446,41 Euro. Sie wissen, bei Pearl TV ist es immer so, ab 150 Euro bestellt wert, kommt das Ganze für Sie versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Und übrigens dann nicht nur diese eine Bestellung, sondern wir fassen ja immer den gesamten Tag für Sie dann zusammen. Also falls Sie da in einer anderen Sendung im Laufe des Tages bis Mitternacht noch was anderes sehen und sagen, oh, das ist ja auch toll. Und wenn es noch was für 2, 3 Euro ist, egal, wir fassen das automatisch für Sie zusammen und dann kommt das alles als Komplettpaket versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. So, die Vivian hat ihre Runde hier schon beendet. Wie sieht es jetzt bei Ihnen aus, liebe Zuschauer? Meteorologisch gesehen steht ja, glaube ich, jetzt dieser Tage schon der Frühling ins Haus. Kalendarisch sind wir ja auch bald soweit. Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt wirklich in wenigen Tagen auch wieder dann wärmere Temperaturen bekommen, dass es dann bergauf geht, dass da draußen Krokusse habe ich schon gesehen. Krokusse sind schon da. Also das ist immer so das erste Anzeichen. Dann sagt, jetzt kommt das Frühjahr. Und da will man doch dabei sein. Da will man nicht lange warten und sagen, naja, vielleicht im Sommer, da kommt das nächste Mal noch was. Also bitte. Sichern Sie sich doch unseren Pearl TV Sonderpreis, der gilt jetzt die nächsten 2 Stunden. Noch haben wir ein geringes Kontingent und da muss man einfach zuschlagen, weil das ist ein unschlagbarer Preis. Da bekommen Sie normalerweise vielleicht ein Vorderrad für. Und wir haben es gesagt, bis zu 25 km/h schnell, versicherungsfrei und führerscheinfrei, liebe Zuschauer. Und ich finde das toll. Stellen Sie sich das doch einfach mal vor. Die Sonne scheint. Und ich meine, es gibt viele Personen, die zum Beispiel auch ein Cabrio haben, die dann sagen, boah Mensch, also sobald ich das Dach aufmachen kann, ja, dann ist das Leben für mich da. Und liebe Zuschauer, so ist das mit Ihrem Fahrrad. Sie fahren jetzt nicht mit dem Auto mal kurze Strecken oder vielleicht mit Bus oder Bahn, weil man ein Auto in der Familie hat und sich dann denkt, Mensch, da muss ich erst warten, komm, da fahre ich mal mit der Bahn. Die Sonne scheint, das Wetter ist schön, Sie haben gute Laune. Mensch, da fahren Sie einfach mal mit Ihrem Pedelec in die Stadt und das komplett ohne Anstrengung, ohne aus der Puste zu kommen. Wenn die Familie oder Sie können das ja auch vorschlagen, ganz einfach nochmal einen Familienausflug plant und sagt, Mensch, da fahren wir zusammen mit der Familie jetzt mal schön an den Stadtrand, da fahren wir in Ründchen, dann gehen wir was essen zusammen und danach wieder zurück. Das ist ein Spaß, das sind Erinnerungen, das ist einfach etwas, was im Kopf bleibt. Und liebe Zuschauer, Sie werden es genießen, es ist umweltfreundlich. Ich meine, wir müssen ja in die Pedale treten, um natürlich diese Gangunterstützung zu bekommen, damit dieser Motor greift, liebe Zuschauer. Das heißt, die Bewegung haben wir hier auch. Das ist gut für unseren Körper. Wir tanken Vitamin D, wir tanken die Sonne, liebe Zuschauer. Das ist sowieso noch ein positiver Nebeneffekt. Uns geht es gut, wir sind unabhängig, wir können fahren und, liebe Zuschauer, das wirklich komplett ohne aus der Puste zu kommen. Es macht viel Spaß, es sieht wunderschön aus. Und wie gesagt, bei dem Preis und noch verfügbar können Sie auch gleich 2 bestellen. 13.3. die nächste Auslieferung. Ich finde das fantastisch. Es ist so ein großer Komfort, so ein Luxus, den Sie da haben. Auch einfach mal zu sagen auf den Gepäckträger, Mensch, da packe ich doch eine Tasche, dann fahren wir ein bisschen was rum, liebe Zuschauer. Auch für alle Hundebesitzer ist das immer schön. Ne? Ja, das ist doch traumhaft. Ne, mit den Hundebesitzern einfach mal mit dem Hündchen, statt jetzt abends mal eine Runde zu gehen, einfach den Partner zu nehmen und zu sagen, wir fahren jetzt jeden Abend mit dem Hund eine Runde Fahrrad, liebe Zuschauer. Und dann läuft das Hündchen und Sie haben auch schön was zu erzählen und bewegen sich, machen vielleicht noch ein kleines Picknick, irgendwo einen Halt. Das ist doch fantastisch, oder? NX 9510 und die 569 und es ist, wie gesagt, so ein fantastisches Pedelec. Ich gehe mal ein bisschen hier aus dem Weg, dass du da hinten auch noch genügend Platz hast. Aber Sie sehen ja, unser Pedelec, das ist einfach schnell und wendig, das Ganze zu einem sensationellen Preis. Und es ist doch was völlig anderes, wenn man da draußen sitzt, in der freien Natur sozusagen, auf dem Fahrrad als im Auto. Auto hinter geschlossenen Scheiben. Und selbst wenn es ein Cabrio ist, man hat ja trotzdem immer, ja, selbst in der Stadt 50 Sachen drauf. Und dann zahlt man noch mehr. Bitte, pardon? Wie? Dann zahlt man noch das Parkhaus. Das ist auch richtig teuer geworden. Entweder in der Stadt Parkhaus oder, wie gesagt, du braust da so durch die Landschaft. Das hat immer so ein bisschen was Unpersönliches. Ich liebe auch das Autofahren. Natürlich auch erst recht und doppelt und dreifach bei Sonnenschein und schönem Wetter. Das ist toll. Aber Fahrradfahren hat noch mal eine andere Qualität, finde ich, von der Wahrnehmung der Natur. Das wirkt einfach irgendwie anders. Man riecht alles. Man spürt die Sonne auf der Haut. Das ist ganz einfach eine andere Wahrnehmung, die man in dem Augenblick von seiner Umwelt, von der Natur hat.
hat, das ist einfach unvergleichlich. Und nebenbei tut man eben halt auch noch was für die Gesundheit. Möchtest du jetzt nochmal zusammenpacken, ganz schnell? Ja, natürlich, klar. Bitte schön. Wir haben ja noch eine Minute, das sollte ja klappen, dass er mal sieht. Also auch der Härtner schafft das Ganze, wie gesagt, hier einfach einmal lösen, das Ganze dann hier noch mit dem Griff einmal runter. Ich mache es jetzt in Zeitlupe sozusagen für Sie. Dann einmal hier hochklappen, zack, schwupps und das war's. Und Sie sehen, da haben wir ja noch diesen kleinen Absteller auch hier unten, steht also auch ganz sicher. Und dann können Sie, wenn Sie wollen, hier auch nochmal die Pedale anklappen. Das geht einfach zack hier so und übrigens auch ganz nebenbei einfach nur wieder auf, zurück. Also Sie sehen, das ist wirklich super einfach gemacht. Kann man dann einfach hier so mitnehmen, zack, in den Kofferraum rein oder auch mal in die Bahn oder wie gesagt Caravan oder was auch immer. Das ist genial für alles. Und dann eben halt das Ganze wieder zurück, zack, einmal hier. Und dann wieder hier rangezogen. Moment. Guck mal, ich bin langsamer als du. Nee, das muss ich einfach einlassen. LX95 10 so. Und die 569. Ja. 13.3. wird ausgeliefert, liebe Zuschauer. So. Greifen Sie zu diesem Spitzenpreis. Der ist wirklich eine Wucht. Gehen Sie da bitte gleich in die Leitung und bestellen Sie was. Ach, du hast den Ständer hier. Ah, deswegen. Okay. Ich dachte, ja, da fehlt noch was. Wir machen aber weiter. Vielleicht haben Sie Ihr Pedelec schon in den letzten Tagen bestellt oder Sie haben jetzt bei uns zugegriffen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Liebe Zuschauer, wir möchten Ihnen aber auch noch Sekunden. Weiteres Zubehör zeigen. Und da beginnen wir mit einer wetterfesten Fahrradrahmentasche aus Nylon. So ist ja auch immer praktisch, ne? Ja, ideal, weil hier haben wir nämlich genau, das ist exakt das, was ich meinte, genau immer griffbereit, dass man was zu trinken hat oder das Smartphone oder die Geldbörse. Hinten natürlich kann man da auch schön was drüber machen über den Sattel, aber hier vorne immer griffbereit, finde ich ganz, ganz wichtig. Super praktisch auch hier jetzt gemacht, weil wir haben eine richtig schöne Größe, wie ich finde. Dass selbst ein großes Smartphone da locker reinpasst oder beispielsweise auch mal eine Sonnenbrille, was ein bisschen was Dickeres ist, weil wir haben ja diese zwei Taschen. Sie sehen das zum einen die große mit dem Reißverschluss. Das Ganze natürlich auch aus wetterfestem Material und auch der Reißverschluss ist hier spritzwassergeschützt. Man sieht das, glaube ich, hier ganz gut, dass da wirklich auch die Zähne extrem dicht greifen. Und da kann man ja zum Beispiel so eine Sonnenbrille, wie gesagt, hier passt also locker rein. Und dann gibt es noch diese etwas kleinere Kletttasche hier außen, wo man dann noch ein paar, ja, was weiß ich, Papiere, Ausweis, Schlüssel oder irgendwie sowas Geld. Draus hat, Geldscheine, ja, genau. Und das Ganze dann, wie gesagt, hier mit Klettverschluss über das Fahrrad einmal gestülpt. Hier haben wir dann auf beiden Seiten nochmal die Klettverbünde hier. Und da gehen wir jetzt einfach mal rüber zum Fahrrad, dass wir uns das mal in der Praxis hier ansehen Sehr können. Gerne. So kommt das hier einfach einmal drauf. Also hier Klettverschlüsse lösen, zack. Und dann hier, dann Moment, bitte jetzt rein. Mit Schwierigkeit hier noch, mit bewegtem Fahrrad, kommt das Ganze einfach hier. Einmal vorne Klettverschluss da und einmal Klettverschluss. Moment, wo ist er denn? Da ist er, da hinten hat er sich verschanzt. Da ist er und dann hier einmal rum, zack, schwupps und da sind wir dann schon da. Und das war's. Und dann kann man jetzt hier, wie gesagt, wunderschön sich da bedienen, während man fährt sogar, wenn man möchte. Und richtig schick sieht sie außerdem noch aus. Ich finde das auch klasse, liebe Zuschauer, denn gerade so Smartphone und Co. und das Geld, das möchte man ja nicht auf dem Gepäckträger lassen, oder? Da macht man noch eine etwas größere Tasche drauf oder auch für ein Einkaufskörbchen, das man hat. Da will man aber nicht, dass das Smartphone da drin liegt, weil je nachdem, wenn man mal über ein Hübbelchen oder über einen Ast fährt, liebe Zuschauer, weil da weiß man ja nie, das soll alles schön fest sitzen, dass er schön fest verschlossen sein. Und liebe Zuschauer, für 12,26 Euro bestellen Sie das bitte mit dazu. Theoretisch wird ja auch eine kleine Trinkflasche reinpassen. Wenn Sie natürlich ein kleines Werkzeug, Zubehör mitnehmen möchten oder hier, wir sehen es, so ein Verteidigungsspray zum Beispiel, da haben Sie immer alles direkt zur Hand. Das ist geschützt bei Ihnen, auch mit den Langfingern. Man hört da ja immer viel. Deshalb ist hier nicht nur der Motor in unserem Pedelec auch mit einem Schlüssel verschlossen und abnehmbar, sondern auch hier in dieser Fahrradrahmentasche aus diesem wetterfesten Nylon natürlich alles bestens verpackt, sodass keiner da mal eben drankommt. NX94 67 und die 569 Ihre Bestellnummer, liebe Zuschauer. Und dazu passend gibt es natürlich auch eine Sonnenbrille, die wir Ihnen empfehlen, die Sie am besten gleich mitbestellen. Denn die schönen Aufnahmen, wenn Sie mit Ihrer Familie dann jetzt diesen Fahrradausflug machen, wenn Sie unterwegs sind, den möchten Sie doch am liebsten gleich festhalten, oder? Dann noch einen perfekten UV-Schutz gegen die Sonne. Das kombiniert für 28,41 Euro in unserer OctaCam HD Kamera-Sonnenbrille.
Ja, die ist einfach eine Wucht, liebe Zuschauer, weil die kann jetzt wirklich Aufnahmen anfertigen, während sie die Sonnenbrille auf der Nase tragen. Das ist halt der Vorteil hier. Und das Ganze in HD-Auflösung. Das ist ja auch wichtig, dass man hinterher auch wirklich schön scharfe Bilder produziert hat. Das ist ja manchmal ein bisschen, wir sehen es ja hier gerade auch noch mal im Außeneinsatz. Also Sonnenbrille braucht man ja sowieso. Das ist das eine. Selbst wenn die Sonne nicht ganz so heftig scheinen sollte. Sie wissen, man hat immer die UV-Strahlung. Also auch dann, wenn es so ein bisschen vielleicht grau zu sein scheint, betrübter, so ein leicht bedeckter Himmel. Trotzdem Sonnenbrille immer gut, gerade beim Fahrradfahren. Kommt auch nichts in die Augen. So, das ist schon mal das eine. Und das andere ist halt, dass jetzt hier vorne, da sieht man die kleine Kamera eingebaut. Beziehungsweise Vivian hat sie jetzt schon mal auf der Nase. Da können wir uns das angucken. Genau über der Nasenwurzel. Da, ich darf einmal ganz kurz, genau, da sitzt die Kamera. Da erkennt man es jetzt ganz gut, glaube ich, wenn die Kamera näher rangeht. Ganz winzig, ganz unauffällig. Das merkt kein Mensch. Das heißt, da kann man natürlich auch sehr schön mal, wenn man beispielsweise im Familienkreis so ist und Freundeskreis. Ich kenne da auch einen ganz bestimmten Kandidaten. Der ist sowas von lustig, so wie die Vivian. Aber im Gegensatz zu Vivian wird der dann immer stocksteif, sobald der eine Kamera sieht. Also wenn ich dann das Smartphone zücke und sage, komm, jetzt erzähl mir den Joke nochmal, der war super. Komm, absoluter Brüller. Dann sofort irgendwie, also da war mal so ein Typ und der ging dann zum Arzt und Sie wissen, was ich meine. So, also das ist einfach nicht wirklich ideal. Und sowas kann man dann einfach mit so einer Sonnenbrille kompensieren. Der merkt ja dann gar nicht, dass er gefilmt wird. Und das andere eben halt hier diese Actionaufnahmen. Sie haben es gerade auch im Zuspieler gesehen. Das ist das Tolle daran, dass die Kamera ja auf Augenhöhe sitzt. Das heißt, die Aufnahmen, hier sehen wir gerade Originalaufnahmen unserer PX3634 und der 569. So sieht das aus. Mit Ton das Ganze dann auch noch. Und da kann man eben halt wirklich, als ob man jetzt selbst im Sattel säße, wenn man zum Beispiel jetzt Fahrradfahrten aufnähme, geht aber natürlich auch bei anderen Sportarten und Aktivitäten, dass man da einfach wirklich den Blick hat, wie der Nutzer, wie der Sportler selbst. Und das wirkt dann umso echter, umso realistischer. Also das ist wirklich einfach eine Wunderwaffe, finde ich hier persönlich für alle Eventualitäten. Und zusätzlich auch noch eine ultraschicke Sonnenbrille. Also das finde ich ausgesprochen clever, was wir hier haben. Der Akku, der das Ganze betreibt, der hält so für 1 bis 2 Stunden Aufnahme. Daueraufnahme natürlich dann. Also da kann man auch ordentlich einiges dann an Aufnahme anfertigen. Und in die Seite, das zeige ich Ihnen auch noch einmal ganz kurz hier unten, da kommt die Micro-SD-Karte rein, die Speicherkarte, die packt man hier hin. Oben drauf die beiden Tasten, die sind auf der Rückseite auch noch beschriftet, da kann man es noch mal sehen. Einmal für ein aus, das ist hier die Taste. Und hier drüben eben halt, um die Aufnahme zu starten bzw. zu stoppen. Also diese beiden Tasten, denkbar einfache Bedienung. Und man hat es ja bei dir gesehen, sieht sogar sehr, sehr stylisch aus. Ich finde sie super und passend tut sie auch gut. Und vor allem, liebe Zuschauer, für 28,41 Euro, das ist jetzt natürlich für alle ein Zusatzartikel, die das Pedelec bestellt haben. Aber natürlich auch für Wanderer, für Spaziergänger, die ganz einfach sagen, ich hätte gerne so eine Action-Cam direkt in meiner Sonnenbrille integriert. Kommt natürlich selbstverständlich in der hohen, hochwertigen Tasche mit einem Karabinerhaken, sodass Sie das Ganze schön aufhängen können, dass das Ganze natürlich auch staubgeschützt ist und dann immer einsatzbereit ist, wenn Sie jetzt gerade sagen, ich bin mit meinem Pedelec unterwegs und möchte tolle Aufnahmen machen. PX3634 und die 569, 28,41 Euro. Voraussetzung für unsere wunderschöne Kamera, liebe Zuschauer, aber sollte das Pedelec sein, denn das ist der Star dieser Sendung, das ist der Star des Frühlings, des Sommers 2018, liebe Zuschauer. Mit diesem Pedelec haben Sie alle Blicke der Straße auf Sie gerichtet. Zum einen, weil Sie super gut aussehen, Sie sind ja hier nicht abgemüht beim Fahrradfahren und vor allem, weil es so super schick ist und eigentlich auch richtig teuer ist. Ist nur nicht für Sie, weil Sie sind schlau. Sie schauen Pearl TV, wie der Lutz sagen würde. 13.3. die Auslieferung. Wir hören gerade, es kann sein, dass die Bestelllistenplätze jetzt jederzeit zugrunde gehen, zu Neige gehen, liebe Zuschauer. 446,41 Euro. Deshalb bitte gleich in die Leitung gehen und mit der NX9510 und der 569 bestellen. Ja, also das ist ein Kracherpreis. Nehmen Sie da wirklich 2 zum Preis von einem und Sie werden da nicht nur das Frühjahr und den Sommer genießen, sondern das auch über viele Jahre hinweg. Man tut der Gesundheit was Gutes und der Psyche, weil da kann man auch mal so richtig abschalten, wenn man draußen in der freien Natur ist, die Sonne genießt, den Sauerstoff genießt. Und Sie sehen es hier auch nochmal, wie kinderleicht das Ganze zusammengeklappt und wie schnell das auch hinterher wieder einsatzbereit ist. Deswegen Caravan kein Problem, Kofferraum kein Problem, da passen sogar 2 nebeneinander. NX9510 und die 569, Sie haben 2 bestellt, oder? Hand aufs Herz. Wenn nicht, liebe Zuschauer, dann jetzt gleich zum Hörer greifen. Dann sind Sie noch bei der Auslieferung am 13.3. mit dabei.
können sich freuen. Denken Sie auch an die Fahrradtasche, ist wirklich ein Must-Have, kann ich Ihnen nur empfehlen für Smartphone und Co. Und auch an unsere Action-Cam, die in einer Sonnenbrille unsichtbar getarnt ist. Liebe Zuschauer, viel Spaß diesen Sommer, diesen Frühling. Geben Sie Gas oder lassen Sie Gas geben. Viel Spaß!